Hallo allerseits und herzlich willkommen zurück in Dubai mit Spec Ops The Line. Wir folgen immer noch dem gleichen Signal des gefoltert werdenden CIA-Agents. Und oh mein Gott, was ist denn das hier? Oh Gott, so viele Leichen. Ja. Ich glaube, das ist auch gefährlich, sich hier aufzuhalten. So viele Leichen. So tief in einem Gebäude. Ich denke, das macht richtig schlechte Luft und vielleicht sogar giftige Luft. Lieutenant Daniels, sind Sie noch bei uns? Lieutenant Daniels. Bewusstlos. Gebt Bescheid, wenn er wieder zu sich kommt. Dann geht's weiter. Ja, Sir. Was haben wir hier? Geheiminfos? Sie haben Ihre eigenen Leute gekillt? Die sind aufeinander losgegangen. Du hattest recht, Walker. Ich hätte lieber Unrecht. Und ich wäre lieber nicht hier. Ich dachte, ich schaff's ganz ohne zu schreien. Beim Sandboarding ging's noch halbwegs. Hab mir auch noch auf die Zunge gebissen, als die Messer dran waren. Aber beim Feuer... Verdammt, da habe ich nur noch geschrien wie am Spieß. Enttäuschend. Aber jetzt kenne ich das Gefühl, zusammenzubrechen. Als meine Haut kokelte, hätte ich Vater und Mutter getötet, nur damit es aufhört. Jeder Rebell vor mir wird diesen Schmerz kennenlernen. Und wenn er zusammenbricht, werden wir wie Brüder sein. Wir haben dem Tod ins Auge gesehen und haben gezuckt. Was? Was? Was zum Teufel? Geständnis des Vernehmenden, das ist ja eigentlich der foltert, oder nicht? Weil der Vernommene ist ja der gefoltert wird. Das verwirrt mich jetzt ein bisschen, aber anscheinend benutzen die diese Folter auch, um Leute loyal zu machen. Oder so eine Art Kameradschaft aufzubauen. Das ist schon ziemlich kaputt. Vorsicht, die werden warten. Warte mal, ich habe Haftgranaten? Die habe ich ja noch gar nicht mal benutzt. Vorsicht, die werden warten, habe ich gesagt. Und dann läuft ihr einfach da rein, oder was? Ist halt euer Leben. Was soll man machen? Hier ist kein Mensch. Captain, auf der Treppe! Ich seh's. Ich nicht. Was ist denn auf der Treppe? Glasscherben? Okay. Wenn das Daniels ist, dann ist der Mann schon längst tot. Das ist eine Falle. Scheiße, was ist hier los, Logo? Keinen blassen Dunst. Wow, Rückkopplung. Identifizieren Sie sich. Wer zum Geier seid ihr? Captain, fick dich ins Knie. Tja, Captain. Diese Falle war für einen Fuchs namens Gould bestimmt. Sie sind nicht Gould. Sehen Sie, ich weiß nicht, wer Sie sind. Keiner weiß das. Das ist gefährlich. Ach ja, und für wen? Für alle. Ich meine mal ehrlich. Ihr habt doch nicht geglaubt, wir lassen euch hier einfach reinspazieren. Doch, haben wir. Wir suchen Überlebende. Tja, ihr habt was gefunden. Schöne Scheiße, was? Los geht's, Jungs! Okay. Captain Walker! Was zur Hölle? Da oben! Das ist Gould! Verschwindet! Wer ist denn jetzt Gould? Völlig egal. Ich hab ihn jetzt schon lieb. Kämpfe dir deinen Weg hinaus. Na, dann gebe ich mal den Blendbefehl. Wenn ihr ihr rauf wollt, dann tut, was ich euch sage. Ist das klar? Kommt drauf an, wer sind Sie? Ich bin Agent Gould, CIA. Sie sind Captain Walker, Delta Force. Woher wissen Sie, wer wir sind? Ich weiß vieles, Captain, aber jetzt ist keine Zeit zum Reden. Ich habe auch fast keine Munition mehr. Da ich ja unbedingt die Desert Eagle mitnehmen musste. Okay, den haben wir nochmal umgemäht. Aber jetzt bin ich am Ende mit meinem Leben. Komm, komm, komm. Nein, hier hinten hin. Hier hinten hin. Her mit der Granate. Ich schau mal schnell nach, wie man Granaten benutzt. Das ist jetzt so ein bisschen unprofessionell von mir. Aber ich glaube, das bringt mir viel, wenn ich Granaten werfe.
So, mit was werfe ich eine Granate? Mit Q. Okay, mit Q. Feuer, da, Feuer. Nimm das! Wie wär's mit noch einer? Noch jemand hier? Du. Okay, dann rutsche ich hier hinten lang. Zu den Specials. Was krieg ich denn hier? Red Chocolate. Und ein Kaffee Latte? Naja gut, das ist ziemlich teuer, oder? Das werden wahrscheinlich Dollar sein. Keine... Na, ich habe ernsthaft keine Ahnung, mit was man hier bezahlt in den Arabischen Emiraten. Ich könnte mir vorstellen, dass sie wegen dem Öl vielleicht sogar wirklich den Dollar irgendwie akzeptieren. Aber wer weiß. Links von euch ist ein Gang. Nehmt ihn. Wer bist du denn? Okay, geht klar. Triffst du ihn wirklich? Hey, wenn dir was Besseres einfällt, nur raus damit! Los, kommt mit! Feind ausgeschaltet! Na gut. Du bist ein Freund, richtig? Ja. Man weiß das nie. Ja, man weiß das ja nie. Ihr seht ja alle gleich aus, ihr komischen weißen Soldaten im Tarnfleck. Du bist tot, oder? Du weißt es nur noch nicht ganz. Ja, dann wollen wir mal. Oh, shit. Wollte ich gerade umbringen. Dann kommen deine Freunde. Ich höre immer noch mehr Leute. Ja, ihr leidet schwere Verluste. Aber das geht noch weiter, keine Angst. Ihr wisst noch gar nicht, was schwere Verluste eigentlich sind. Bedrohung eliminiert! Noch jemand? Das ist die Todeszone, meine Freunde. Habt ihr eigentlich schon mal Laser Tag gespielt? Das ist nämlich es ist ziemlich cool, um ehrlich zu sein. Das ist ein bisschen wie das hier. Man bleibt in der Deckung und hält seine Waffe raus und ballert drauf los. Zumindest ich tue das. Hey. Ist doch alles in Ordnung. Wir sind doch alle Freunde. Nehmt eine Granate! Okay, da steht ein schweres MG noch da oben links, nicht? Ja, der schießt jetzt auch wieder. Mal sehen, ob ich an den Rand komme, wenn ich mich hier dahinter stelle. Ja. Okay, dir kann ich in die Beine schießen. Das werden wir also auch tun. Da gibt's genug Arterien drin. Da verblutet man schnell. Das ist die Zielgerade, Captain. Der Ausgang ist vor euch. Und dann? Ich warte draußen auf euch. Gut, Ende. Da hat wir einen neuen Freund gewonnen. Schade, dass du uns vor der großen Überraschung gehen musst. Naja, ich bin ihm später. Lade nach! Der ist hin! Ist noch jemand hier? Geh da runter, verdammt! Bewegt eure Arsch! Ja, ich bewege ja meinen Arsch. Bin unterwegs! So, Jungs. Sie bewegen sich! Du bist hinüber. Genauso wie ihr. Und da kommt ein guter Helikopter. Naja, so halbwegs gut zumindest. Rennt! Okay. Ich bin tot. Das Problem ist jetzt vielleicht, dass meine Waffe leer ist. Also meine Waffen, beide sind leer. Und ich weiß gar nicht, ob ich hier rennen soll oder ob ich hier schießen soll. Oder beides. Jedenfalls bin ich in einer relativ schlechten Situation dafür. Warte mal, ich glaube, ich habe 4 Schuss. Weaver! Angriff! Ach, das Free... Ach, der Helikopter ist dann doch schlecht. Okay, dann renn. Dann renn, Walker, renn. Meine Güte. Hier scheinen wir in Sicherheit zu sein. Sehr gut. Oder naja, was heißt Sicherheit? Renn, Walker, renn! Ich mache eigentlich gar nichts. Ich drücke nur die Leertaste. Dieses scheiß Helikopterteil. Ich dachte noch, es wäre ein freundlicher Helikopter. Keine Ahnung, wie ich hier auf diese Idee kommen würde. Und ich rede jetzt voll über die Musik, ja? Denn die wird wahrscheinlich geflaggt werden.
Oh mein Gott. Wie wollen wir das denn schon wieder überleben? Ducken, ja. Wir überleben die Rakete dadurch, dass wir ducken. Das macht Sinn. Die fliegt direkt an uns vorbei. Aber egal. Heilige Scheiße. Wir haben ein paar Schutzengel. Auf jeden Fall. Mehrere. So, das ist jetzt wieder ein Video. Da brauche ich mir also keine Angst zu machen, dass ich was falsch mache. Beim Video gucken kann man nicht viel falsch machen. Was wissen wir denn jetzt? Die Falle war für einen Mann namens Gould gestellt. Wie ist aus, Logo? Er kann gehen, aber es tut weh. Willst du Morphium? Nein. Ich will den Kopf klar haben. Ach, nimm doch Morphium. Okay, dann halt still. Bin gleich fertig. Ich will Morphium. Was denkst du, Walker? Will mir jemand Morphium geben? Dass wir in einem Scheißkampfgebiet gelandet sind. Beeindruckend, dafür, dass die Stadt angeblich unbewohnt ist. Ganz genau. Vielleicht Zeit zu verschwinden. Hab ein Transportteam gerufen. Es sind 8 Meilen offene Wüste von hier bis zur Sturmwand. Die Helis würden uns sofort erwischen. Bleibt nur, dass wir uns an Gould dranhängen. Sollen wir uns wirklich mit der CIA zusammentun? Wir haben keine Wahl. Ihr seht, was mit der 33. ist. Der Captain hat recht. Die Damned sind außer Kontrolle. Man muss sie stoppen. Klar. Aber können wir denen trauen? Gould hat sein Leben für uns riskiert. Ich vertraue ihm. Ich nicht. Und was ist mit Conrad? Es geht nicht mehr nur darum, Conrad zu finden. Wir müssen das Richtige tun. Also, Adams. Dein Auftritt. Ganz wie du meinst. Finde einen Ausweg. Captain Walker, bitte kommen, wenn Sie mich hören. Over. Ich höre Sie. Over. Hatte schon Angst, wir haben euch verloren. Wir haben ziemlich was abgekriegt, aber wir leben. Gut, denn wir brauchen hier jede Hilfe. Was geht hier ab, Agent? Der Wahnsinn, Captain. Wir sollten für die CIA Überlebende suchen. Und fanden eine Stadt, die sich zerfleischt. Irgendwelche Hinweise auf Conrad? Nein, nicht, dass ich wüsste. Es heißt, er sei noch am Leben. Aber wenn ja, versteckt er sich irgendwo. Verdammt! Da kommt ein Heli! Vorsicht! Ich brauche Munition. Das sind tolle Kristallgiraffen, oder? Was geht hier vor sich? Und gleichzeitig will ich auch Nein sagen. Oh, hast du eine Waffe für mich? Sieht nicht gut aus für Gould. Du hast eine Waffe für mich. Hör zu, die 33. muss gestoppt werden. Aber bringt Goulds Revolution nicht noch mehr Scheiße? Hey, er hat uns vorhin den Arsch gerettet. Und im Moment haben wir nur ihn. Ach, das ist quasi so eine Sig Sauer oder eine AUG, eine Steyr AUG. Hey, hier, ich glaube, ich weiß, wie wir hier rauskommen. Oh nee, nicht schon wieder auf die Wand ballern und dann Sand reinlassen. Ich habe genug Sand in meiner Hose. Aber gut, schauen wir hier oben nochmal nach. Vielleicht finde ich ja noch irgendwas. Und wenn es nur ein Munitionskästchen ist, da könnte nämlich Desert Eagle Munition drin sein. Und ich... Ah, Granatenkiste. Okay, besser als gar nichts. Und eine AK. Lege da. Aber ich glaube, ich bleib bei dem, was ich jetzt habe. Ihr zwei, haltet Abstand. Ja, haltet mal Abstand. Ich halte Abstand ohne Ende. Okay. Das haltet ging ja gut. Haltet euch an mich, vorwärts. Ja, haltet euch an mich. Ich bin total weit hinter euch. Aber haltet euch an mich. Folgt mir. Folgt Captain Walker. Okay, schönes Auto. Bisschen zerbombt, zerschossen, aber schönes Auto. Eine Spur von Gold? Ja. Wenn das gut ist, dann verliert er gerade. Oh! Ich wollte schon sagen, lasst mich doch den Heli abschießen. Aber das hat sich wohl erledigt. Siehst du, wo Gold hin ist? Ich sehe gar nichts durch den Rauch. Los, runter, vielleicht ist er verletzt. Ach Quatsch, der ist doch total hardcore. Tourismus legt um sagenhafte 3000% zu, dank einer Welle von Amerikanern, die Dubai zum Feriendomizil erkoren haben. Auf die Frage, was er von den neuen Gesichtern halte, hatte ein Dubaier dies zu sagen. Also eins muss man dem Kerl lassen, er hat ein bisschen Humor, diesem Radiosprecher. Vielleicht sage ich das aber auch nur, weil ich auch gerade vor einem Mikrofon sitze. Und,
Das habe ich mir ja noch gar nicht angeguckt. Oh mein Gott, hier kann ich gar nicht hoch genug gucken, um die Spitze des Wolkenkratzers zu sehen. Das ist schon ziemlich heftig. Aber das soll es für heute auch gewesen sein. Nächstes Mal suchen wir nach Gould und seilen uns hier ab.